Schaut euch das an. Das ist wunderschön. Vielleicht ist das schon Folge 3, die wir hier gerade am Stück aufnehmen, aber die bekommt auf jeden Fall diesen Raum hier als Thumbnail für YouTube. Wow, wie lange hier dieses Lied lief. Jetzt läuft es mehrmals gleichzeitig, auch gut. Oh, was ist hier passiert? Also das würde ich eigentlich nicht in Level einbauen, weil wenn zwei Schrägen aufeinander laufen oder zwei Schrägen auf eine Wand, dann sind das so Illegal Slopes, die einen eigentlich gefangen nehmen. Also vor allem die, die auf eine Wand zeigen, da kommt man schwer wieder raus. Gott, jetzt kommt auch noch ein schöner Fluss. Man könnte jetzt sagen, ja, der ist ein bisschen krass steil hier so am Rand, da hätte man einen normalen Flusslauf machen können. Aber wahrscheinlich ist es ja gewollt. Also, ich nutze nochmal unser Fernglas, das leider Dreck auf der Linse hat. Das ist der Dreck-Mod, der hier drauf läuft. Ah, hier kommt man doch nicht hoch, ne? Kann man sich dann langhangeln? Ne, das geht ja nicht. Man kann sich an solchen Teilen nur festhalten und hochgehen, hochziehen. Das ist dann zu steil. Aber wenn man erstmal drauf wäre, wäre man auch gleich oben. Das ist hier so ein Pfad. Die linke Seite, ja, muss ich uns ein bisschen drehen. Viel Seetang im Gesicht. Seetang. Seetang. Bester Einfall. Das ist auf jeden Fall Seetang, was wir da oben sehen. Gut, ich versuche nochmal nachher hinzukommen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich da reinspringe, sterbe ich. Warum nicht? Oh. Doch keine Strömung. Ich dachte, wir fliegen da jetzt. Okay, doch Strömung. Hier ist sie zum Glück nicht. Das ist aber alles zu. Okay. Okay. Das Spiel, ja. Na gut, es muss ja auch nicht überall eine Strömung sein. Nur in den wichtigsten Orten. Da, wo es einen nachher runtertreibt. Ja, das dürften sogar die roten Gitter aus dem. Ah, wir bekommen diesmal einen Schlüssel, bevor wir ein Schloss haben. Das mag ich auch sehr. Wahrscheinlich hätten wir vorhin anders an der Gabelung laufen können und dann hätten wir den. Das hier ist erstmal nur Nebel. Das sind, glaube ich, TR2 Xion-Gitter, die wir vorhin gesehen haben. Was haben wir hier denn? Was sollen die Dinger darstellen? Löwen? Ein Löwe und eine rote Statue. Die hatten Sonnenbrand. Verdammt, wie lange steht die da schon im Feuer? Ausgeliefert und hoffnungslos verloren. Ich kann dir leider nicht helfen, Daryl bekommt selber recht leicht Sonnenbrand. Hat leider jetzt auch, glaube ich, ich guck nach. Nee, wir haben keine Sonnencreme mitgenommen, das ist ziemlich blöd, hätten wir vorhin im anderen Level machen müssen. Und klettern jetzt auch erstmal hier hoch und übersehen diese Spalte gezielt. Hier sind mehrere Lagen Nebel, mehrere sogar, das finde ich echt cool. Wenn wir jetzt hier runtergehen, dann stehen wir richtig mittendrin. Das verbraucht natürlich jedes Mal einen Raum, aber das wurde alles in Kauf genommen. So. Und das ist ein bisschen unspektakulär, da müssen wir überhaupt nicht rein. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich da hinten zum Schlüsselloch. Komme ich hier irgendwo durch? Ihr müsst wissen, der Autor von diesem Level hat bereits zwei Spiele rausgebracht, bei denen man durch eine nicht durch Toggle Opacity, also durch transparent machen des Belegen von Türen, sagen wir es so, gekennzeichnet hat, dass man durch einen Wasserfall durch kann, aber man konnte durchkommen. Einmal durchlaufen und einmal war es im Wasser. Seitdem versuche ich eigentlich so oft wie möglich irgendwo gegenzulaufen, um Orte zu finden, an die man zuerst denkt, man kommt nicht durch. Jetzt speichern wir hier. Laden nochmal ein paar Save States zurück. Wir wollen uns ja alles angucken, das war zu weit. Und gucken uns hier nochmal kurz um. Hier gab es doch noch mehr. Also hier ist ein Tor. Hier ist dieser coole Kristall. Alles klar, der, hier ist sogar ein bisschen was drunter. Der Affe ist jetzt da, wo er immer sein wollte. Und wir gucken uns nochmal ganz kurz hier um. Okay, jetzt bekommt das Ganze so ein bisschen Open-World-Charakter, finde ich. Und, oh, das ist auch nicht schlecht. Da oben ist eine große Pforte, ein großer Tempeleingang. Wir scheinen jetzt gerade draußen zu sein.
Nein, den Affen wollte ich nicht. Na gut, es tut mir leid, aber bevor du uns jetzt das ganze Level über angreifst... Es tut mir leid, dich wollte ich angreifen. Ja, explodier einfach! Explodier! So. Dich haben wir getötet. Schnaken werden auch immer größer, ne? Und hier vorne nehmen wir Munition mit. Wo sind wir? Scheiße, Mann, was ist das hier? Das ist riesig. Komme ich jetzt in den Ozean? Ich hoffe, der hat eine Strömung, die uns zurücktreibt. Wenn der Bereich ebenfalls zum Level dazugehört und sinnvoll erschlossen werden kann. Das wird immer größer. Oh, warte. Den darf ich nicht überspeichern. Ich springe jetzt wieder nach oben, damit ich da jetzt nachher keinen Fehler mache. Wo bin ich? Das ist einfach... Ich meine, das sieht echt geil aus. Ihr müsst euch mal überlegen, wie lange der Auto reingesessen hat, das hier so zu bauen. Keine Falltür. Okay, hier wird ein Stein eingesetzt. So wie wir es in der Haupthalle haben. Kleines, ich will jetzt nicht sagen Gewinnspiel, weil ich nicht weiß, was ich euch dafür auslosen kann. Aber wer weiß noch, wie diese Steine heißen, die da eingesetzt werden? Ist das A, ein Infada-Stein? B, ein Stein mit Tiernamen? Den müsst ihr mir dann noch sagen, sonst wird es zu einfach. Cool, wie ich Antwortmöglichkeit A damit ausgeschlossen habe. Okay, ich probiere es nachher nochmal mit einem Gewinnspiel, wenn mir einfällt, was man dazu fragen kann. Also das ist jetzt gerade Quatsch. Aber doch, warum nicht mal einen Evil Way reinbringen? Schön, wir sind in der Illegal Slope, aber wir kommen da auch wieder raus. So. Man muss aufpassen, wenn man eine Schräge macht, die so steil ist. Ich hätte sogar da oben auf diesen Vorsprung mich jetzt glitchen können. Das dauert ein bisschen, aber es wäre möglich gewesen. Ach so. Und bevor wir diesen Raum jetzt erstmal wieder verlassen und uns merken, wir können hier irgendwann mal was einsetzen, schauen wir uns da oben um. Also so, aus der Entfernung. Okay. Nichtssagend. Sehr nichtssagend. Und verlassen diesen Bereich wieder. Warum nicht? Und da wir hier bereits waren, können wir ja auch wieder unseren Slot 27 laden und müssen das nicht nochmal machen. Guck mal, was wir gefunden haben. Guck mal, Flammen. Okay. Ein sehr anspruchsvolles Fallenrätsel. Und jetzt sterbe ich, weil die Stacheln rauskommen. Nee, hat funktioniert. Und jetzt? Okay. Das kriege ich gerade noch so hin. Dann hier wieder um die Kurve. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich muss jetzt ja wieder zurückkommen und der Strömung irgendwie ausweichen. Kann man da vorne irgendwo rum? Bestimmt. Wenn nicht, probiere ich gleich nochmal von der anderen Seite. Wahrscheinlich kann ich von hier nicht weit genug springen. Oh klar, also jetzt ist es machbar, glaube ich. Und gerade um meine Ehre wiederherzustellen, werde ich hier kurz diesen Sprung um die Ecke machen. Einfach um zu zeigen, das geht. Und um mir persönlich zu zeigen, dass ich das kann. So. So viel dazu. Wie heißt dieser Stein eigentlich? Crystal of Brahma natürlich. Sinngemäß umbenannt worden. Bitteschön. Das freut mich, dass ich das ohne 20 Versuche geschafft habe. Das soll der Ästhetik beitragen und kein Fallenrätsel sein, wird mir zugetragen. Oh, ein Trigger. Du warst vorhin entweder woanders oder bist erst jetzt hier. Und mir fällt ein, dass der Affe jetzt überlebt hat. Ja, Affe Potter. Der Affe, der überlebte. Monkey Potter. Wo war dieser Stein zum Einsetzen? War der hier? War der nicht im nächsten Raum? Ja, ich denke schon, aber ich werde nochmal alle Bäume, abprobieren. Boah, wie viele Räume der hier wohl gebraucht hat. Ja, genau, hier wird die Illegal Slope. Vorsichtig. Ja, okay, das nehmen wir auch noch mit. Und vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausflug in den Badesee. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon hätte an- und abmoderieren müssen. Das ist auf jeden Fall mehr als eine Folge. Oho!
Also, wer jetzt gerade Folgenende und neuer Folgen anfangen, würde ich eigentlich sagen, hier war gerade jemand in der Komplettlösung. Einfach mal komplett auf eine andere Idee kommen und hier reingucken. Du hast dich jetzt hier bitte nicht festgebackt, Lara. So. Hier hinten noch. Sieht cool aus, aber hat zu starke Strömung, um da hinzukommen. Vielleicht können wir uns ja irgendwo rüber schwingen, springen, hangeln, dangeln. Doch hier einmal im Kreis drumherum um die Inseln. Das probieren wir aus. Ja, das lief schon mal super. Also ich probiere das jetzt ein, zweimal aus. Theoretisch kommt man da ja hin. Indem ich der Inselgruppe einmal im Kreis folge. Sollen wir das machen, ja oder nein? Ich stimme mal kurz ab und warte. Und schaue gespannt auf den Chat. Das ist sehr professionell und perfekt. Das ist für euch, die jetzt gerade einfach nicht mich sehen, wie ich hier so ein bisschen in die Kamera winke und so. Das ist super. Okay, vielleicht warte ich doch nicht. ich probiere es jetzt einfach mal aus. So viel zu Interaktivität mit dem Chat. Also entweder lädt der gerade nicht oder ihr so, so. Ja, eigentlich ist es euch egal. Ah, das ist jetzt blöd gelaufen. Nochmal. Das war nicht, was ich probiert habe, aber mir ist gerade klar geworden, dass ich auch hier hoch kann, oder? Hey. So. Probieren wir es doch jetzt einfach mal aus. Jetzt hier rüber. Da hinten ist nichts, das ist alles klar. Jetzt werde ich doch tatsächlich gerade... Oh, enttäuscht vom Spiel. Doch, ich werde enttäuscht. Hier ist nichts. Hätte man schon was einbauen können, wenn man schon bis ans Levelende kommt. Aber dann würde ich jetzt eine kleine Sendepause machen. Und dann schauen wir mal, ob wir mit Ark weitermachen oder noch eine Runde hier drin sind. Das könnt ihr im Grunde selbst entscheiden. Wir hören jetzt 10 Minuten Musik, würde ich sagen. Ich schaue mal, dass ich vielleicht was zwischen die Zähne bekomme. Und für allejenigen, die das gerade auf YouTube sehen, sage ich sinngemäß, bis zum nächsten Mal. Euer Crash.